Herzlich willkommen zum Extremwetterkongress 2020. Es gibt eine Sendung im deutschen Fernsehen, die die höchsten Einschaltquoten hat und hohe Verlässlichkeit hat. Das ist die Tagesschau. Und sie genießt höchstes Vertrauen. Kaum ein Ort, wo Fake News weniger gut angebracht sind als in dieser Sendung. Und ich freue mich sehr, dass ein Referent heute bei uns ist, Patrick Gensing, der sich darum kümmert, dass die Tagesschau und andere Formate bei der ARD frei bleiben von Fake News. Wie man sie erkennt und was man gegen sie tun kann, erfahren Sie jetzt von Patrick Gensing. Schön, dass Sie da bist. Online zugeschaltet, glaube ich, wenn das alles geklappt hat. Wir gucken mal. Der ist schon hinten drauf. Großartig. Moin, freue mich, dass du da bist. Auch im Homeoffice aktuell, wie ich sehe. Nein, ich habe mich bei IKEA vor die Bücherschränke. Bei IKEA. Ah, sehr gut. Ja, das halte ich auch für total vernünftig. Das ist ja auch so ein Tag, wo man eigentlich zum Einkaufen geht. Und insofern, es gibt ja auch einen Trend in dieser Corona-Pandemie. Wir haben das schon von Frank Vosloo von Fissmann gehört. Die Menschen konzentrieren sich auf ihr Heim. Sie richten sich neu ein. Es werden neue Kessel in den Keller gestellt und neue Schrankwände. Und also die sieht schon mal ganz gut aus. Also, wir freuen uns auf dein Foto. Der Staubgewischtwerden, ehrlich gesagt. Und was man in der Corona-Zeit auch beobachten kann, plötzlich fangen sich Leute fangen an, sich für Virologie zu interessieren, die vorher nur Katzenbilder gepostet haben. Und da kommen manchmal ganz erstaunliche Sachen bei raus. Das ist auch so ein Phänomen. Also insofern bei IKEA im Regal stehen nur die alten Fotoalben. Also wir freuen uns auf deinen Vortrag. Herzlich willkommen auf dem Extremwetterkongress. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet. Da würde ich gerne einmal sozusagen durchhecheln und danach dann ins Gespräch kommen und auch über dieses Thema Beleidigung. Das würde ich auch gerne kurz berühren, weil das nicht nur mich und Journalistinnen und Journalisten betrifft, sondern eben auch Wissenschaftler. Aber ich würde einmal ganz kurz zu unserem Projekt ARD Faktenfinder gerne etwas erzählen. Da habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet, die jetzt hier hoffentlich auch im Vollbildschirm gleich zu sehen sein wird. Nämlich jetzt. Funktioniert das? Okay, ich höre nichts mehr, ich gehe mal davon aus. Das Projekt des ARD Faktenfinder, das gibt es seit April 2017. Unsere Schwerpunkte sind eben der Kampf gegen Desinformation, über Gerüchte aufklären, gezielte Falschmeldung. Also der Begriff Fake News ist ja in der Fachwelt sehr umstritten. Auch zu Recht ist er umstritten, weil er auch zum politischen Kampfbegriff geworden ist. Wir sprechen halt davon, von gezielten Falschmeldungen. Das ist das Wichtige, dass auch bewusst wirklich in manipulativer Absicht Inhalte verbreitet werden, um Menschen zu manipulieren. Unser Hauptausspielweg ist online, tagesschau.de und Social Media. Warum ist das so? Die meisten gezielten Falschmeldungen findet man in den sozialen Netzwerken. Sie kursieren auf Online-Seiten. Und es ist gar nicht notwendig unbedingt, dass wir einzelne Falschmeldungen aus den Tiefen des Internets ausgraben. Und wenn wir das dann plötzlich in der 20-Uhr-Tagesschau senden würden, wäre das ja kontraproduktiv, weil wir diese Erzählungen, diese Falschmeldungen dann größer machen würden, als sie bislang sind. Wir fungieren in der ARD als Ansprechpartner für Redaktionen, wenn sie konfrontiert sind mit solchen Problemen, wenn sie überzogen werden mit Shitstorms, mit sogenannten. Wir haben seit 2017 hunderte Beiträge realisiert und wir kooperieren auch mit anderen Faktencheck-Projekten wie Mimikama, Korrektiv, dpa. Das ist ein sehr guter und kollegialer Austausch, der da stattfindet. Sonst ist es ja so zwischen Medien, dass man schon versucht, absolut immer der Schnellste zu sein und so weiter. Bei den Faktenchecks ist es so, dass so eine Art gemeinsame Verantwortung da ist, dass man, da fühlt man, dass sich alle dem verpflichtet fühlen, dass man eben versucht, tatsächlich gemeinsam mit diesem Problem umzugehen. Und wir kooperieren eben auch mit der Wissenschaft. Es gibt verschiedene Projekte, in denen wir untersuchen, wie Fake News, gezielte Falschmeldungen eigentlich wirken und wie man sie am besten bekämpfen kann. Ja, die thematischen Schwerpunkte, also die US-Wahl 2016 war eigentlich der Auslöser dieses Projekts. Deswegen haben wir das konzipiert und aufgebaut, weil wir eben zur Bundestagswahl 2017 vorbereitet sein wollten. Wir wussten nicht, was kommt. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass jetzt hier irgendwie eine Welle der Desinformation die Bundesrepublik überspült. Aber wir wollten vorbereitet sein und es gab auch einiges.
was Trollattacken im Netz angeht beispielsweise, was falsche Zitate angeht, was Negative Campaigning angeht. Also da gab es schon einiges. Ansonsten sind es eben so die Spielfelder der Desinformation, der Krieg in Syrien, der Abschuss der MH17, des Flugs MH17, Annexion der Krim, Flüchtlinge, Migration ist ein riesiges Thema, wo immer wieder gezielte Falschmeldungen auftauchen, genauso Kriminalität, wo einzelne Zahlen aus dem Kontext gerissen werden und damit wird gezielt Stimmung gemacht. Das Thema Klimawandel hat tatsächlich das Flüchtlingsthema also 2017, 18 langsam verdrängt, als das nicht mehr so das ganz große Thema war, das Flüchtlingsthema. Da war zunehmend dann auch mit Fridays for Future hat man gesehen, der Klimawandel ist das große Thema, wo man die meisten Falschmeldungen und Verleumdungen findet. Und das wiederum wurde jetzt natürlich geschlagen von der Corona-Pandemie. Das ist eine völlig neue Dimension, die wir da jetzt erklommen haben. Womit wir uns auch beschäftigen, ist generell die Wirkungsweise von Facebook, von Telegram, Social Media als Plattform von gezielten Falschmeldungen, die dort benutzt werden, welche Maßnahmen es dagegen gibt und inwieweit diese Maßnahmen greifen. Und wir beschäftigen uns eben auch sehr stark damit, dass wir als Medien zum Feindbild werden und genauso auch Wissenschaft und die Eliten an sich sind ein Feindbild, das man immer wieder in gezielten Falschmeldungen und Verschwörungslegenden auch findet. Wie finden wir unsere Themen? Wir beobachten soziale und klassische Medien, haben Monitoring-System sozusagen. Wir wissen natürlich auch, wo wir hingucken müssen. Wir kooperieren mit dem Newsdesk in der Tagesschau, also das heißt mit den Kollegen im Aktuellen, wenn die sagen, guck mal hier, da hat ein Interview, hat ein Politiker was ganz Komisches gesagt, ist ein ganz komisches Statement, könntet ihr das mal prüfen, ob das überhaupt richtig ist, ob er das überhaupt gesagt hat auch. Die Social Media Redaktion liefert uns viele Hinweise und auch der Zuschauerservice natürlich, weil uns immer wieder Zuschauer darauf hinweisen, dass sie mit Sachen konfrontiert sind, die sie nicht verstehen und die sie verwirren. Auch haben wir natürlich ein Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen und das sind eigentlich so die Themen, aus denen wir, das sind die Quellen, aus denen wir schöpfen. Eine ganz große Frage ist, welche Themen greifen wir eigentlich auf? Was sind unsere Relevanzkriterien? Wenn es jetzt beispielsweise um ein Facebook-Posting geht, dann schaue ich erst mal, wie oft wurde das geteilt. Ich prüfe mit Tools, mit Instrumenten wie beispielsweise Crowdtangle, wie oft es auch auf anderen Plattformen geteilt wurde. Wurde es von prominenten Leuten aufgegriffen, um überhaupt zu schauen, ist das eine relevante Reichweite, ist das interessant? Anders verhält es sich beispielsweise bei Breaking News Events. Wir haben, wenn Anschläge beispielsweise stattfinden, kann man sich sicher sein, dass in kürzester Zeit Falschmeldungen in den sozialen Medien auftauchen. Falschmeldungen, die auch gefährlich sein können, wenn beispielsweise verbreitet wird, nach einer Amokfahrt mit einem Auto seien noch bewaffnete Terroristen in der Stadt unterwegs, dann kann das auch dazu führen, dass eben Panik entsteht. Und da heißt es dann auch tatsächlich, dass man sehr schnell versucht, das richtig zu stellen. Da ist die Polizei ja auch tatsächlich sehr bemüht, über Social Media da aktiv zu sein. Ein weiteres Relevanzkriterium ist eben, ob Prominente entweder Unsinn verbreiten oder ob sie Ziel von Verleumdung werden auch. Also es kommt immer wieder vor, beispielsweise, dass Claudia Roth von den Grünen ist so ein ganz beliebtes Ziel. Über die gibt es wirklich unfassbare Geschichten, dass sie gefordert habe, dass es im Ramadan in Deutschland Alkoholverbot geben sollte und so weiter. Es gab satirische Meldungen, dass die Grünen die Stadt Essen im Ramadan in Fasten umbenennen wollen. Und das haben Leute dann, hat riesige Wellen geschlagen und wurde ernst genommen. Und Aufklärung und Warnung ist auch etwas, beispielsweise jetzt in der Corona-Pandemie kursieren eben ganz viele Gerüchte und Falschmeldungen über Wundermittel beispielsweise, über angebliche Wundermittel, die auch gefährlich sein können, wenn Leute dann anfangen, sich Desinfektionsmittel zu spritzen oder so ähnlich. Ich habe auch ein paar praktische Beispiele einmal mitgebracht, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie die Tagesschau manipuliert bzw. auch nicht. Das war ein Fall aus dem Jahr 2019. Da wurde uns vorgeworfen, dass wir, um die sogenannte Klimahysterie zu befeuern, dass wir die
unsere Wetterkarte feuerrot einfärben würden. Tatsächlich, das ist relativ leicht zu sehen, sind das unterschiedliche Karten. Es ist eine Wetterkarte und eine Temperaturkarte, die gegeneinander gestellt wurde. Keine große Rechercheaufgabe, keine Raketenwissenschaft, hat sich trotzdem massenhaft geteilt im Netz. Auch der Bildungsminister von Sachsen-Anhalt beispielsweise hat gefragt, warum diese Wetterkarten jetzt so blutrot dargestellt wurden. Das war dann natürlich eine nicht so schwierige Recherche, das richtig zu stellen, dass die Tagesschau eben nicht durch die Wetterkarte manipuliert. Andersherum gibt es Karten, die beispielsweise von Klimaaktivisten geteilt wurden, sehr stark, die beweisen sollten, dass in naher Zukunft schon fast ganz Norddeutschland überflutet werden könnte durch den Klimawandel ausgelöst und dem Ansteigen des Meerespegels. Und dass die Nordseeküste doch wirklich sehr nah an Hamburg heranrücken wird, laut wissenschaftlichen Berechnungen. Wenn man sich dann diese Karte genauer anschaut, stellt man fest, das ist eine sehr schöne Karte. Leider berücksichtigt sie keine Deiche, die es ja gibt. Und wenn man natürlich keine Deiche hat, dann kann Norddeutschland dementsprechend überflutet werden, hat aber nicht direkt etwas mit dem steigenden Wasserpegel zu tun. Ein Klassiker, mit dem wir immer wieder konfrontiert sind, ist die Geschichte, dass es den Klimawandel schon immer gab, und zwar auch so stark, wie wir das jetzt erleben. Und der beste Beweis sei, dass früher eben auf Grönland Wein angebaut worden sei. Das hat unter anderem der FPÖ-Politiker Strache behauptet. Auch das ausgemachter Mumpitz. Und ähnliche Geschichten eben die AfD, die die Sonne verantwortlich macht für den Klimawandel. Und aktuell haben wir die Großbrände in den USA. Dort geht es jetzt sehr stark auch nach ideologischen Mustern darum, die Schuldigen zu finden, während die einen sagen, ganz alleine der Klimawandel und höhere Temperaturen seien schuld, sagt Trump, die Forstwirtschaft sei schlecht und es gäbe im Prinzip keinen Klimawandel. Das ist ein Muster, das immer wiederkehrt. Das ist eben ganz wichtig, dass so bei Gerüchten, Desinformationen, das sind immer sehr ähnliche Muster, die da greifen. Genauso war es denn bei den Amazonasbränden, als Brasiliens Präsident Bolsonaro ohne jede Quelle behauptet hat, Umweltschützer hätten die Brände gelegt, um irgendwie das Problem zu vergrößern und davon zu profitieren. Und genau solche Geschichten kursierten auch bei Buschfeuern in Australien, dass angeblich Extinction Rebellion Aktivisten diese Feuer gelegt hätten. Auch dafür gab es keine Quellen. Wenn man sich mit Falschinformationen beschäftigt und die widerlegt und dem widerspricht, macht man sich auch zur Partei. Also man wird automatisch ja zur Partei, weil ich mich etwas entgegenstelle. Und damit macht man sich nicht immer ganz beliebt. Das heißt, wir werden auch extrem angegriffen. Ich habe hier einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, dass der Verfassungsschutz uns doch überwachen sollte. Man bekommt auch wirklich richtige Drohungen, dass für uns eben, dass in Auschwitz ein Zimmer reserviert sei beispielsweise. Es gibt Leute, die machen sich sehr viel Mühe, einzelne Twitter-Accounts nachzubauen mit Fotos von mir, um darzustellen, dass wir eben vom sogenannten Staatsfunk Lügenbarone wären. Und es gibt solche Einträge beispielsweise, das war von der AfD, die davon so ein bisschen kokettiert haben, dass Funkhäuser gestürmt werden und Presseverlage und Mitarbeiter auf die Straße gezerrt werden. Das sind dann so ein bisschen so Fantasien anscheinend, die da durchgegangen sind. Wir bekommen Zuschriften, in denen wir wirklich auch mit Gewalt bedroht werden. Und das Ganze ist natürlich, wir nehmen gezielte Falschmeldungen auch als Angriff auf den Journalismus wahr, weil sie auch die Glaubwürdigkeit von Medien und Institutionen insgesamt untergraben sollen. Also darum geht es ja auch. Es wird ja eine Erzählung aufgebaut, ein Gegensatz von wegen, hier gibt es die einzige Wahrheit, die unterdrückt wird und die Medien und die Polizei und die Politiker und die Wissenschaft, die erzählen alle Quatsch. Von daher ist das auch ein Angriff auf unsere Glaubwürdigkeit. Journalisten werden als vermeintliche Propagandisten dargestellt. Eine Neutralität kann es meiner Ansicht nach gegen Lügen und Verleumdungen nicht wirklich geben. Man kann nicht sagen, ich verhalte mich neutral dazu. Und ich kann auch nicht sagen, dass es eine
annehmbare Positionen, wenn das wirklich gezielte Falschmeldungen sind. Letztendlich ist die Arbeit, die wir machen, ist keine Raketenwissenschaft und wir haben auch nicht den Journalismus neu erfunden, sondern es ist ein Handwerk, das Handhaben, das wir umsetzen. Und diese Angriffe auf Medien auch dienen natürlich eine eigene Agenda. Erstmal vielen Dank soweit. So, da bin ich wieder. Das kam sogar für den vielen Dank, Patrick. Das kam für den Moderator etwas überraschend, das Ende. Ich bin mit dem Kabel hängen geblieben. Ja. Aber das Kabel ist nicht gerissen. Man muss ja, das ist, wir sind ja alle verkabelt heutzutage und man macht dieselben Bewegungen wie sonst, nur dass man eben dann hängen bleibt. Und dann nimmt man den Stuhl mit auf die Bühne, wo er eigentlich gar nicht hin soll. Also insofern, aber es hat alles geklappt. Und vielen Dank für deine Einblicke. Und sie zeigen aber eben auch, dass da manchmal gerade bei denjenigen, die solche Informationen dann leugnen oder eben auch sogar auf dich zugehen, ja tatsächlich weg sind von der Rationalität. Also wir haben sonst immer früher von Klimaleugnern gesprochen. Eigentlich sind es dann ja fast Realitätsverweigerer. Ja, es ist auch, glaube ich, wichtig, dass man diese Gruppe nicht zu ernst nimmt. Also uns geht es jetzt beispielsweise bei unserer Arbeit nicht darum, dass wir unbedingt jetzt die Leute erreichen müssen, die uns sowieso kein Wort glauben. Also ich muss jetzt nicht so einer Minderheit, das ist ja wirklich eine sehr lautstarke Minderheit, besonders im Netz, mit der wir es zu tun haben, die uns nichts glauben, egal was wir sagen, außer es entspricht ihrer Meinung. Dann glauben sie plötzlich die Sachen, die in den großen Medien stehen. Das ist gar nicht das Ziel des Projekts, sondern es geht wirklich darum, Informationen, die eine Breitenwirkung erzielen, die politische Debatten beeinflussen, dass man die identifiziert und versucht, richtig zu stellen und die Wirkung von Falschmeldungen einzudämmen und insbesondere Menschen zu helfen, die mit gezielten Falschmeldungen konfrontiert sind, die vielleicht denken, die sich nicht sicher sind, stimmt das nicht. Und was wir jetzt ganz klar, ganz groß in der Corona in dieser Ausnahmesituation, die wir seit Monaten haben, feststellen, es gibt eine unfassbar große Verunsicherung, welch Wunder. Und es gibt ganz viele Menschen, ich höre das von allen Seiten so wie noch nie, die sagen, ich habe einen Verwandten, ich habe einen Freund, der plötzlich sehr, sehr erstaunliche Sachen von sich gibt. Und so diese Irrationalität, wenn man die erstmal für sich als Erklärungsmuster, glaube ich, akzeptiert hat und vielleicht auch denkt, okay, das funktioniert ja ganz gut, die Welt damit zu sortieren, das kann ein ganz gefährliches Einfallstor sein, dass man sich da in so einer irrationalen Welt verliert. Aber ich finde, damit öffnest du gerade nochmal das Feld auch ein bisschen zu den Gründen, vielleicht den soziologischen Gründen, den gesellschaftlichen Gründen, die vielleicht gerade in dieser Situation, in der wir uns befinden, auch ein Nährboden dafür sind, dass der Mensch oder dass eben einige Menschen so reagieren. Das hat ja auch unglaublich viel mit Ängsten zu tun. Eine Gesellschaft, die vor dem Hintergrund des Klimawandels, der globalen Erwärmung, sich Fragen der Zukunft stellt, wo Unsicherheiten sind durch Corona. Wie schlimm ist das eigentlich? Wie sieht der Alltag in Zukunft aus? Werde ich in dieser Form meinen Job behalten können? Diese Fragen, diese Ängste, die dort bei vielen aufkommen, sind ja vielleicht auch ein Nährboden dafür zu sagen, also Ängste funktionieren üblicherweise nicht über die Ansprache von Rationalität, sondern werden im Gehirn von Emotionalität bedient. Und wenn dann jemand kommt mit einer einfachen Lösung, dann ist das Gehirn sofort dabei und sendet Glückshormone und sagt, danke, das Problem ist jetzt für mich nicht mehr da. Dann darf aber auch da nichts mehr kommen und dann verweigert man sich eben weiteren Argumenten. Genau das ist das Problem, dass es eine Dynamik in Gang setzen kann. Denn wenn die Realität und meine Wunschvorstellung sozusagen oder diese selektive Wahrnehmung der Realität, wenn das immer weniger zusammenpasst, also beispielsweise, wenn wir jetzt im Herbst möglicherweise, hoffen wir, dass es nicht so kommt, aber wenn wir sehr, sehr stark steigende Zahlen von Infektionen und möglicherweise wieder mehr Todesfälle verzeichnen müssen, es ist ja möglich, wir wissen es nicht, aber hoffen wir es nicht. Nur wenn das so sein wird, dann werden natürlich die Menschen, die sagen, Corona sei nur eine Lüge, es sei nur inszeniert und so weiter, die werden zu immer verrückteren Erklärungsmustern greifen müssen, um ihre eigene Weltsicht überhaupt irgendwie aufrechterhalten zu können, weil sie sich mit der Realität überhaupt nicht mehr in Einklang bringen lässt. Und solche dynamischen, wirklich auch Radikalisierungsprozesse, die konnte man auch in der Flüchtlings-
Frage beobachten ab 2015. Und die konnte man auch rund um diese Klimadebatten beobachten, dass sich dann Menschen wirklich dann auch verlieren, wenn sie erst mal angefangen haben, diese Erklärungsmuster für sich zu akzeptieren. Mhm. Vielen herzlichen Dank, Patrick, für deine Ausführungen. Fragen aus dem Saal dazu? Es gibt, glaube ich, schon Online-Fragen. Jawohl, es wird genickt. Es gibt Fragen aus dem Chat. Wollt ihr was kurz vorlesen? Was gibt es da? Lang, ja, schalte ihn live. Also es gibt eine Frage aus dem Netz. Wir schalten jemanden live dazu. Wir gucken, wer da kommt. Es gibt Fragen im Saal, sonst vielleicht ganz kurz melden. Da gibt es eine Frage, dann können wir das Mikro da schon mal. Danke dir, Janina, dass du das schon mal vorbereitest. Und wir gucken mal, wer schneller ist. Ja, der Saal. Der Saal ist schneller. Der Saal hat gewonnen. Ja, wunderbar. Also als letzter Punkt erschien da in dem Fazit, dass Verschwörungstheoretiker, Leute, die eben diese Nachrichten in die Welt setzen, eine eigene Agenda verfolgen. Das klingt relativ strategisch, weitreichend, politisch oder so etwas. Was steht hinter Agenda? Was meinen Sie damit? Ja, Sie haben recht, das ist natürlich, war jetzt sehr kurz gefasst. Es gibt verschiedene Motive. Also es gibt Leute beispielsweise, die haben ökonomische Interessen schlicht und ergreifend. Es gibt ja Verlage, die verkaufen zahlreiche Bücher über Verschwörungsmythen, das natürlich sowas wie zum 11. September 2001, das sind Bücher, die halten sich über Jahre in den Bestsellerlisten. Oder jetzt zu Corona werden ja auch Bücher auf den Markt geworfen in kürzester Zeit, bei denen man sich fragt, wie wissenschaftlich können die sein, wenn man die jetzt innerhalb von ein paar Wochen zusammenschraubt, auf Basis von selektiver Studienauswahl. Also diese ökonomische Komponente spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Dazu kommen natürlich, das können politische Fanatiker sein als Absender, das vermischt sich teilweise auch. Es gibt dann auch Leute, die verdienen eben damit Geld. Sie merken, dass sie bei einem bestimmten politischen Milieu sehr gut ankommen, dass sie da eine Zielgruppe haben und denken dann, verwechseln, glaube ich, auch diese Zustimmung mit einer repräsentativen Zustimmung. Also denen wird so zugejubelt, dass sie sich dann immer weiter da reinsteigern, um ihre Zielgruppe zu bedienen. Es gibt natürlich aber auch staatliche Desinformationskampagnen. Das hat es immer gegeben. Das hat sich jetzt natürlich durch das Netz nochmal, durch die digitale Öffentlichkeit, gibt es da ganz viele neue Möglichkeiten. Also man muss eben nur an die US-Wahl 2016 denken, Brexit-Abstimmung. Da gibt es alle möglichen Optionen, um eben auch die öffentlichen Debatten zu manipulieren. Das heißt jetzt nicht, dass die gesamte Diskussion in einer offenen demokratischen Gesellschaft sich ganz einfach manipulieren lässt. So funktioniert das natürlich nicht. Aber wir haben so ein Grundrauschen von Fake News, von Desinformation und die durchaus auch im Netz die Debatten beeinflussen, indem sie beispielsweise Zustimmung simulieren zu bestimmten Inhalten, die es so gar nicht gibt, repräsentativ. Vielen lieben Dank. Haben wir noch Fragen aus dem Chat? Jawohl, wir haben noch eine Zuschaltung. Hallo, Sie sind ja, live auf dem Extremwetterkongress. Herzlich willkommen. Wenn Sie sich ganz kurz vorstellen, das wäre nett. Gerne. Mein Name ist Alexander Rudolph. Ich wollte eigentlich auch privat in Hamburg da sein, aber es geht sich leider nicht aus. Ich bin momentan in Innsbruck in Tirol. Deswegen viele Grüße in den hohen Norden erstmal. Viele Grüße zurück. Und vielen Dank für den Vortrag. Meine Fragen dazu sind, man erwischt sich ja selber auch ab und zu in so einer Art Blase, dass man genau die Informationen bekommt, die man auch gerne hätte. Und da ist einerseits meine Frage, ob man sich als Journalist beim Recherchieren auch häufig mal in dieser Blase ertappt und wie man da vielleicht schneller wieder rauskommt. Und das Zweite ist, wie Sie auch schon angesprochen haben, wenn man Personen im näheren Umfeld hat, die genau in diesem Bereich häufig rein diskutieren, wie kann man an die hinkommen, dass man zumindest auf einer Ebene diskutieren kann? Weil häufig kommt dann genau dieses, das sind doch Fake News und dann ist die Diskussion beendet. Wie kommt man da vielleicht an die hin, dass man zumindest diskutieren kann? Gute Frage, ja, vielen Dank. Also Punkt 1, jeder Mensch befindet sich in so einer Art Blase und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass man um sich rum Menschen hat und dass man auch sich Freunde beispielsweise aussucht, weil sie einem sympathisch sind oder vielleicht ähnlich sind bei den Meinungen und dass man nicht die ganze Zeit sich mit Leuten umgibt, die eine vollkommen andere Meinung haben und komplett konträr
Ansichten haben. Das kann man natürlich haben, das kann auch sehr bereichernd sein. Als Journalist ist es natürlich unsere Aufgabe, dass wir uns davon lösen. Deswegen gibt es ja das journalistische Handwerk, dass man eben ein Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet, dass man verschiedene Perspektiven einnimmt. Und natürlich muss man aufpassen, dass man seine persönliche Meinung daraus hält und dass man eben beispielsweise mit unterschiedlichen unabhängigen Experten spricht, um ein Thema dann zu recherchieren. Das ist ganz klar. Was das Zweite angeht, dieses Gespräch mit Menschen, ja, die sich eben die solchen Verschwörungsmythen anhängen. Es gibt ja auch ganz viele Graustufen. Also man muss da individuell immer schauen. Ich möchte jetzt nicht alle Leute irgendwie über einen Kamm scheren. Man kann auch nicht sagen, nur weil jemand jetzt vielleicht mal etwas glaubt, was nicht stimmt, ist er gleich ein Verschwörungstheoretiker oder so. Jeder glaubt mal irgendwelche Sachen, die nicht stimmen. Das passiert mir auch, das passiert jedem. Wichtig ist ja, dass man dann so ein Irrtum auch eingestehen kann, dass man reflektiert. Und ich glaube, das ist auch die einzige Chance, mit solchen Menschen, die wirklich sich schon ganz schön ein ganzes Stück weit abgekoppelt haben, dass man noch mit ihnen ins Gespräch kommt, indem man Fragen stellt. Also wenn ich jetzt einfach nur sage, das, was du sagst, das ist alles Quatsch und das stimmt nicht und liest doch mal, was ich hier habe, dann kommt man nur in so eine Art Materialschlacht, dass jeder zeigt seine Links und seine Artikel und der eine glaubt das und der andere glaubt das, ist eine reine Glaubensfrage. Wenn man hingegen vielleicht Fragen stellt und sowas macht, wie soll das denn eigentlich konkret funktionieren, dass die Medien gleichgeschaltet sind in Deutschland und dass das Bundeskanzleramt jeden Morgen bei uns anruft und mir hier erzählt, was ich berichten soll. Wie funktioniert das denn ganz konkret? Also wie sollte das denn bei deiner eigenen Arbeit eigentlich funktionieren? Jeder weiß, dass es bei der Arbeit total chaotisch läuft und dass so etwas praktisch überhaupt nicht machbar ist, dass man zehntausende Menschen irgendwie an so einer Verschwörung teilhaben lässt, ohne dass irgendwas rauskommen würde. Und ich glaube, wenn man eher so fragend herangeht, dass man im Gespräch bleibt, aber auch durchaus widerspricht, auch klar macht, dass man das nicht teilt, dann ist das die einzige Möglichkeit. Ich merke das auch bei der Kommunikation mit Leuten, die mir Mails schreiben. Es gibt ganz viele, darauf antworte ich nicht, weil sie einfach beleidigend sind. Und es gibt Leute, die sind aber noch, die erscheinen mir zugänglich, aber ich antworte dann auch relativ klar, also auf Augenhöhe sozusagen und nicht so paternalistisch um Gottes Willen und man muss ihnen doch nur zuhören, sondern ich schreibe auch, was sie mir hier vorwerfen, ist halt ganz schön harte Kost. Also sie werfen mir vor, ich würde meinen Beruf verfehlen, ich würde irgendwie lügen, ich würde das machen. Und wenn man den Menschen das auch mal auf den Kopf zusagt, was sie da eigentlich alles gerade behaupten, setzt manchmal auch so ein Entgegenkommen ein. Also das habe ich schon öfter gehabt, dass man daraufhin, dass sie dann vieles zurückgenommen haben und gesagt haben, okay, so habe ich das gar nicht gemeint. Also auch da scheint sozusagen Dialog schon eine ganz wichtige Basis zu sein, um wieder ins Gespräch zu kommen, gegenseitiges Verständnis zu schaffen und letztlich über das gegenseitige Verständnis Vertrauen aufzubauen. Dann kommt man auch wieder ins Gespräch und kann sich sozusagen ein bisschen mehr wieder den Fakten nähern und das vom Glauben ein bisschen wieder abkoppeln in Richtung Diskussion auf Basis von sachlichen Informationen. Und die gibt es bei der Tagesschau, die gibt es bei euch. Vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen und dass du uns hier Rede und Antwort gestanden bist. Vielen herzlichen Dank an Patrick Gensing. Dankeschön. Sehr gerne, vielen Dank.